Ja, Leute, machen wir die 8. Welt nochmal. Ich meine, kein Beinbruch. Ich denke mal, wir werden es jetzt schaffen. Irgendwann ist auch gut. Ich habe es jetzt im Urin. Ja, Selbstbewusstsein hat der Kerl, ja. Vielleicht. Nee, Leute, irgendwann ist ja auch mal gut. Haben mich jetzt genug geärgert. Hat Spaß gemacht. Euch vor allen Dingen. Und jetzt können wir es auch mal gut sein lassen, gell? Haben wir einen Schlussstrich hinter die 8. Welt. Naja. Ist ja nicht mal 8-1 geschafft gerade. Aber egal. Den Stern, den habe ich gern. Den nehme ich gerne mit. Mann, Mann, Mann. Es ist wirklich... Da fehlen einem die Worte. Aber ehrlich gesagt ist mir das echt noch lieber, als wenn jetzt New Super Mario Bros. U 2, 3, wie auch immer erscheint. Wenn noch mehr. Oder New Super Mario Bros. 3 einfach. Neuer Teil für ein 3DS. Nee. Ganz im Ernst. Irgendwie ist mir dieser Klassiker dann doch lieber, auch wenn er mich gerade ein bisschen piesackt. Na, ein bisschen ist gut. Es gefällt wie ein großer. Aha. Eieiei. Wow. Bist du bekloppt. Lucky Two, verzieh dich. Oh mein Gott, Abgrund. Parakuba. Her mit dir. Her mit dir. Ich schwör's dir, tu nichts Unüberlegtes. Dasselbe gilt für dich, Parry. Parry! Neuer Spitzname für Parakuba. Parry. Parry Potter. Und der Kugelwilli der Weisen. Der Hammerbruder des Schreckens. Der Gefangene von Toadstool. Der Feuer-Mario. Der Orden des Goomba. Der Halbblutklempner. Und die Heiligtümer des Leben des Todes. Perfekt. Haben wir das gut geschafft, oder was? Na jetzt, sag ich doch, langsam läuft's. Ich komm rein, Freunde. Zu euch nach Hause. Nee, lieber nicht. 6 Leben, 8-3. Na, hör mal. Jetzt lass dich nicht von so billig Gegnern erledigen. Ich geh mal oben lang. Ja, natürlich, und dann sind sie beide oben. Ja, klar. Mann. Kann's doch nicht sein hier. Hat's wenigstens geschmeckt, Piranha-Pflanze. Sag Bescheid. Wir hatten das Level sogar mit einem Pilz begonnen. Also mit Super Mario. Hier vorbeizukommen ist schon mal Gold wert. Den hätte ich gerne. Ah, danke. So. Ne. Trotz allem. Jetzt ist Schluss. Wir haben lang genug... Ach komm schon. Hätte man noch zählen lassen können. Wir haben lang genug gespielt jetzt. Ist ja auch mal gut. Da braucht man einfach so viel Glück bei den Hammerbrüdern. Schon ein gutes Timing. Sag mal, der hat den Hammer ganz anders geworfen. Betrug. Betrug. Zählt nicht. Ach, was die sich wohl dabei gedacht haben. Ja, kannst du dich mal verpissen? Schön. Ah, ich habe mich dann doch spontan umentschieden. Ach, renn durch. Ist schade. Aber besser als nichts.
Boah, gut. Auf geht's, komm. Ich hätte einfach laufen müssen. Einfach laufen müssen. Einfach laufen müssen. Jetzt hast du es geschafft. Einfach laufen müssen. Jetzt hast du es geschafft. Weg. Uncool, 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 uncool. Mann. Also da rutscht mir immer alles in die Unterhose. Mann, mein Herz. Leber, Niere, Milz. Ach, leck mich doch fett. Hey, was war das denn für ein krummer Hammer? Wir haben auch einen krummen Hammer, Bruder, hier. Tja, Freunde. Ein Ding der Unmöglichkeit. Safe State. Irgendwann ist auch mal gut. Wir hatten unseren Spaß. Ich hoffe, dass wir möglichst wenig davon gebrauchen müssen, aber Mann! Na, wenn man so ein lockeres Gefühl hat, kommt man da viel einfacher durch. Oh Mann. Okay, okay. Nicht cool. Hey. Skiller. Okay. Was zum? Okay. Boah. Nee. Jetzt drehe ich am Rad. Okay, ihr habt's gesehen, wir haben's geschafft. Wir sind wieder da. 8-4. Ich komme. Mit nur einem Leben? Kannst du vergessen. So. trotzdem. Ehrgeiz. Ehrgeiz ist geil. So, rein da. Und hips. Warte mal, wo war denn das? Das war schon mal hier. Oh nein, diesmal nicht. Dieses Schloss ist auch nicht mehr normal. Ist nicht schön, nicht schön, nein. Skandalös. Aber nicht schön. Wir sind jedenfalls richtig. Hey, Mr. Wichtig, jetzt mach dich nicht so wichtig. Verdammt. Das glaubst aber auch nur du. So weit kommt's noch. Zweiter Versuch, Freunde, hier. Stark rein! Immerhin, wir kennen den Weg. Wir müssen es einfach nur noch schaffen. Weil einfach, einfach, einfach ist. So. Ich glaub dir, ich bin hier früher nie drauf gekommen, wo es hier weitergehen soll. Ich wusste nichts von diesem versteckten Block. Also, weiß nicht. Ein All-Stars oder ein Mario Deluxe? Oder vielleicht ein beiden? Hey, Moment, hier müssen wir rein. Dass ich den Bowser nochmal gesehen habe. Ich glaube, der ist der entscheidende Hinweis. Auf dem NES war das noch viel schlimmer. Mhm, so geht die Schwimmpassage doch sehr gut. So. Meine Freunde. Wenn man natürlich so idiotisch springt, kann das ja nichts werden. Versuch Nummer 3. Naja, irgendwann werden wir es schon schaffen. Tut mir übrigens wirklich leid,
dass ich hier mit Safe States mache. Ich verurteile sowas ja selbst aufs Schärfste. Aber ihr seht ja, was los ist. Ich weiß nicht, warum es nicht so recht klappen will. Aber, tja, Grund Nummer 1 ist schon mal sauschwer. In Super Mario Bros. 2 und 3 wird sowas natürlich definitiv nicht geben. Habe ich ja schließlich schon mal so geschafft, wie es sein soll. Ja, langsam ist jetzt auch gut. Wir geben Bowser jetzt auf die Mütze. Und dann hat sich die Sache bitte. Das wäre wirklich... Ja, hätte ich nicht gedacht, dass mich das Spiel so ärgert. Das muss ich mal ganz ehrlich so sagen und spreche einen riesen Respekt aus an die Entwickler. Was sie hier geschafft haben in jeder Beziehung. So, Safe State hier bitte. Genau aus diesem Grund. Ich probiere es jetzt einfach mal. Töricht. Ohne zu gucken. Mhm. Ja, ist schon. Da, bitte. Ich mache jetzt aber keinen weiteren. Der eine muss reichen. Na, Bowserchen! Für einen letzten Endbosskampf war das doch ein bisschen wenig, aber schaut ihr euch an. Prinzessin Toadstool. Hallo. Sogenannte Peach. Es fällt uns direkt um die Arme, dem Retter. Tja. Ein Küsschen, und zwar nicht nur auf die Nase, wie in Mario 64. Thank you, Mario. The kingdom is saved. Now try a more difficult quest. Mach ich doch. Und zwar mit The Lost Levels. Credits gibt's keine. Dafür geht's weiter mit Weltstern 1-1. Tja, da haben wir ja was. Für den nächsten Part. Wenn's gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.